Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA. In der letzten Folge haben wir in der Bundesliga gespielt gegen Augsburg. Da ist uns ein kleiner Unfall passiert. Gut, das steht nicht mehr in den Nachrichten. Uns ist ein kleiner Unfall passiert. Wir wurden gestern gefoult. Und dieses Foul, oder besser gesagt, aufgrund dieses Fouls, haben wir uns einen Kreuzbandriss zugezogen. Wir sind für 5 Monate außer Betrieb. Deswegen können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr bei der ganzen Sache mitmachen. Also bei den ganzen Finale, Halbfinale, Viertelfinale und sowas. Ich denke, das geht jetzt alles vorbei. Dann gucken wir mal nach, wie jetzt das weitergeht. Also eine Schnellsimulation. Wer gewinnt? Bayern Madrid? Oh, 3-0. Bist du mich? Weiter. Viertelfinale. Das heißt, gegen Real Madrid gewonnen. Als ob Manchester gegen Chelsea und Calcio gegen Mailand Elfmeter machen musste. Bayern gegen Bielefeld. Da müssen wir jetzt alles durchschnell simulieren und danach gehen wir direkt ins Training, damit wir wieder auf die Startelf kommen. Ja. Irgendwann wollte mich auch irgendwer ausleihen. DFB Halbfinale. Gegen wen? Enges Duell zwischen FC München und Manchester City im UEFA Halbfinale. Dann gucken wir uns an in der Schnellsimulation, wer gewinnt das Halbfinale. Wir gewinnen. Ja, das ist halt jetzt langweilig ein bisschen, ich merke schon. Aber mei, das muss ja auch sein. Der Unfall war halt, Alter, jetzt müssen wir echt alles durchgehen. Bayern gegen Dortmund. 2-0 für Bayern. Ich werde sowas von der Ring rausfliegen. Halbfinale gegen Manchester. Halbfinale meine ich. So, wer gewinnt denn? Ein 2-2, willst du mich verarschen? Weiter geht's. Ich bin noch vorletzt. Mainz gegen Bayern. Schnellsimulation. Auch ein 2-2. Also irgendwie wird es jetzt gerade so ein Unentschieden-Game. Halbfinale nochmal gegen Manchester. Wer gewinnt diesmal? Bayern hat verloren? Im Halbfinale. Ey komm, da habe ich mich extra schon angestrengt. Und wir verlieren dann. Schade. Schießt er, Bayern verliert. Dramatisch aus. Bayern hofft aufs Weiterkommen. Wie lange geht eigentlich noch die Bundesliga? Das ist jetzt Spieltag. Keine Ahnung. 34? Gegen Stuttgart gewonnen. Ich müsste, glaube ich, gar nicht jedes Einzelne machen. Ich könnte auch, glaube ich, vorspülen. Stellsimulation. Wolfsburg gegen Bayern. 1-1. Ob ich auch schneller vorspülen kann, das gucke ich jetzt nach. Dann muss man nicht jedes Einzelne angucken, weil sonst wird es echt langweilig. Obwohl, das gucken wir noch an. Finale. Gladys, ich wollte mitteilen, dass ich mich entschieden habe, dich auszuleihen. Ich habe dich bereits aus der Leihliste gesetzt und ich werde dich informieren, wenn ich ein Angebot für dich erhalte. Nach Ablauf der Ausleihe wirst du wieder zum FC Bayern zurückkehren. Dann werden wir über deine Position in der Mannschaft nochmal neu nachdenken.
Ey, ich kann doch nichts dafür, dass ich gerade zurückgehe. Es ist halt einfach ein verkackter Kreuzbandriss. Haben wir das Finale gewonnen? Ja, wenigstens das. Glückwunsch, DFB-Pokal. Es ist jetzt wahrscheinlich echt gerade langweilig, das zuzugucken, aber ich merke, ich weiß gerade nicht, wie ich vorspielen kann. DFB-Pokal-Gewinner. Ich glaube, ich werde rausgeschmissen. Spieler des Turniers bekannt gegeben. Habe ich das Spiel gerade zerschossen? Irgendwas passiert ja gerade. Ich glaube, ich habe das Spiel zerschossen. Einsatzbereit, in der neuen Saison können neue Helden geboren werden. Die Fernstürmer. Ach, ist die erste Saison vorbei? Eine neue Aufgabe, eine neue Chance aufzutrumpfen. Das wird unser Jahr. Jetzt geht's los. Neue Saison beginnt also. So, erste Saison vorbei. Ich hoffe, ich bin wieder bald spielbereit. Ja. Weiter geht's. Weiter geht auch mal nach vorne. Irgendwie hängt's gerade. Was zum Geier ist jetzt los? Gladius wird von FC Bayern ausgeliehen. Hä? Warum ist da oben jetzt ein neuer Spieler? Irgendwas passiert da gerade. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier passiert. Verwirrung. Schnellsimulation. Ibiza. Ich habe gerade absolut keine Ahnung, was hier passiert. Neuer Verein? Ich will wieder zurück zu Bayern. Ich kann nichts dafür, dass ich einen Kreuzbandriss habe. Schnellsimulation. Ibiza gewinnt, Gleichstand, sagen wir so. Ich muss mir die Nachrichten angucken. Da ist nichts Interessantes. Europa Conference League. Also irgendwie, ich weiß gerade echt nicht, was hier abgeht. Ich bin verwirrt. Wir haben verloren. Oder besser gesagt, da wo ich gerade eingesetzt bin. Ich bin spielbereit in 6 Tagen. Irgendwie weiß ich gerade echt nicht, was hier los ist. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Absolut keine. Wer auch immer da oben jetzt ist, da ist nicht mehr ich. Doch, da oben Gladius. Aber hä? Was geht hier ab? Auf jeden Fall ist eine neue Saison, das weiß ich. Deswegen speedrun ich hier gerade durch. Ich habe keine Ahnung, was hier abging. Wer abgeht gerade? Wer ist Paco Gamez? Das kenne ich nicht. Den kenne ich nicht. Ich will meinen Charakter wieder haben.
Das werden wir gleich sehen, wenn die Stadt vorbei ist. Hallo Joshua. Deine jüngsten Leistungen haben mich ziemlich enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich dich im Moment wirklich in der Mannschaft sehe. Von der Start auf ganz zu schweigen, du musst in jedem Training alles geben, wenn du den Platz zurückgibst. Gib alles, es liegt nur an dir. Ja, ich wusste nicht mal, dass ich trainieren kann. Ich habe gesehen, dass ich kann, aber... Also ich glaube, ich werde jetzt meine besten Dinger holen und alles simulieren, damit ich eventuell wieder Chance habe, wieder reinzukommen ein bisschen. Das lasse ich alles simulieren jetzt. Weil ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Anscheinend hätte ich doch trainieren können. Und ich bin ausgeliehen worden. Und ihn hat anscheinend meine Werte so stark. Ich habe das Neues freigeschaltet. Erstmal wieder alles verteilen. Erstmal was freigeschaltet war. Ah, ist mir nicht gerade egal. Weil das werde ich sowieso nicht ändern. Jetzt gehen wir das aus. Was brauchen wir denn? Körper. Aggressivität. Reaktionstempo, ja, das. 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 Das lasse ich so. Mach mal körperlich vielleicht erstmal voll ein bisschen. So, jetzt werde ich erstmal nochmal alles simulieren, weil ich muss ja wieder ein bisschen hocharbeiten. Weil irgendwie bin ich ausgeliehen. Während ich krank war, ist mein Trainer total enttäuscht, dass ich nicht Training war, obwohl ich mit dem Kreuzbandriss erst warten muss, dass ich ausgeheilt bin. Auswechselspieler bin ich wieder. Ganzes Team steuern. Anscheinend bin ich tatsächlich wieder irgendwo eingesetzt worden von Bayern. Keine 10 Minuten sind es hier noch. Sie wechseln aus. Sie führen knapp und sie spüren so ein wenig. Ah, wir müssen noch 6-5, ein Tor, drei Pässe in der gegnerischen Hälfte. Wie soll ich denn bitte noch ein Tor erzielen? Jetzt spiele ich halt ein komplett anderes Team, das finde ich. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Guerrero. Sie machen das gut heute, oder Buschi? Ja, ja. Der Ball läuft richtig gut und extrem hohe Passsicherheit. Zum Geier geht die gerade ab. Gut den Körper eingesetzt. Ganz enge Kiste. Irgendwie sind sie total langsam. Ein Tor und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Ah, ich lieg hinten, kann es sein? Platz jetzt auf außen. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Erstmal geklärt. Das könnte jetzt nochmal die Chance auf den Ausgleich geben. Ach, oder lieg ich vorne? Ich lieg vorne. Ich bin ja, glaube ich, Ibiza, also lieg ich vorne. Ich blick gerade nicht durch. Erst bin ich 5 Wochen krank. Dann kriege ich eine Nachricht von meinem Trainer, dass ich ausgeliehen werde. Dann werde ich ausgeliehen, dann will ich die Zeit überspringen, dass ich endlich wieder spielen kann. Dann werde ich, sagt er, ich bin enttäuscht von meinen Leistungen, obwohl ich nicht mehr spielbereit bin. Aber anscheinend hätte ich doch trainieren können. Also ich bin gerade total verwirrt. Ecke in die Mitte. Erstmal geklärt. Das war nix. Ball geht direkt wieder zurück. So, die Chance jetzt. Oh. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. Wie sieht denn der aus? Der sieht ja fast ähnlich. Sieht aus wie mein Bruder. Könnte mein Bruder in diesem Spiel sein. Oh mein. Komm schon. Gebt hier doch noch Freistoß, dann erst weiterlaufen lassen, aber es ergab sich keine richtige Gelegenheit. Super Tackling. Tackling? Ich kann mit den Leuten nicht mehr rennen, die sind langsamer als meine von Bayern. Nochmal die Unterstützung von den Rängen, die Hoffnung auf den späten Ausgleich, sie lebt.
Vielleicht doch nochmal die Chance zum Ausgleich. So, jetzt er. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Jetzt können sie über außen kommen. Und jetzt haben sie die Konterchance. Das könnte eine wichtige Szene sein. Gefährlich jetzt. Oh, bitte, was? Der Kopfball, was war das denn für ein schlechter? Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätten Treffer verdient gehabt. Gut gezeimte Flanke, aber er ist beim Abschluss zu überstürzt drüber. Da hat er wohl zu genau gezielt. Naja. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Die Mannschaft ist irgendwie anders zu steuern als meine eigene. Alcala. Also. Boateng. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Ja. Gott, Tor geschafft. Das Tor geht absolut in Ordnung. Sie bauen damit ihre Führung aus. Zweifellos verdient. Gut. Wenigstens ein Tor geschafft. Wenigstens das geschafft, seitdem ich wieder spielen darf. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Ja, endlich mal wieder ein Tor. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Moment, ich dürfte dann damit alle Ziele erreicht haben, oder? Das sieht durchaus vielversprechend aus. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute. Eine Minute drauf, das reicht nicht. Boateng. Ja, doch, es ist, glaube ich, neue Zeit angesetzt. Genau, es ist. Jetzt ist gefährlich. Ja, komm schon. Jungs. Guck mal was. Sergio Tejera. Ja, ein Freistoß gibt's doch. Der erst weiterlaufen, aber dann entsteht kein richtiger Vorteil, also gibt's nun doch den Freistoß. Das ist zum Geier. Vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Dich lasse ich nicht treffen. Das war nix. Das ist der Schlusspfiff. Am Ende bleibt es hier also beim Sieg der Gäste. Heute haben sie wirklich alles richtig gemacht. Ein klarer Ligasieg am Ende, auch in dieser Höhe, durchaus verdient. Damit Season 1 beendet, glaube ich. Und damit sind wir jetzt bei der neuen Mannschaft, die uns für eine Season ausleiht. Da war ja was. Habe ich einen Vertrag angenommen, dass ich für eine Season zu denen jetzt gehe, weil sie mich ausleihen wollten. ...100% Erfolgsquote. Ich spielte Minuten 8. Das ist schon geil, gell? 8 Minuten auf dem Feld und dann siehst du ein Tor und triffst direkt. Gefährlich jetzt. Es waren 89. Minute war das. Treffer verdient gehabt. Und dann kommt jetzt mein Tor, was eigentlich gleich in der 90. war. Weg ist der Ball. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Trainer, das Tor geht absolut in Ordnung. Sie bauen damit ihre Führung aus. Zweifellos verdient. Aber irgendwie wäre ich eben dieser Kreuzbandriss nicht gewesen, dann hätte ich echt ordentlich dafür gesorgt, dass wir die UEFA gewinnen. Aber jetzt haben wir verloren. Ich bin total verwirrt. Ausgeliehener Start, Gladius erzielt erstes Tor. Dann simulieren wir noch einmal kurz alle Übungen durch, damit wir wenigstens ein paar Punkte kriegen. Und dass wir mal wieder in irgendwann nächsten Folgen wieder dann in die Startelf kommen. Weil sonst macht es ja keinen Sinn, ne? Klar, es würde trotzdem vielleicht noch ein bisschen interessant sein, aber sorgen wir dafür, dass wir wieder in die Startelf kommen. Ausgeliehener Star, Gladys erzielt erstes Tor. Und das im ersten Spiel, wo wir wieder eingesetzt werden.
Europa Conference League. Na egal. Dieser Part hat mich heute zwar extrem verwirrt, aber ich denke, ich weiß, was passiert ist. Wir waren 5 Monate aus wegen dem Kreuzbandriss. Und dann haben wir einfach halt... Ding. Ich habe halt alles übersprungen, habe halt nicht darauf geachtet, dass ich Training machen kann. Und deswegen habe ich jetzt eine Verwarnung von meinem Teamchef gekriegt. Oder gesagt, er ist von mir enttäuscht, obwohl ich noch nicht die Heilung hatte. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Dann habe ich jetzt die Training gemacht, dass ich wieder Auswechselspieler bin. Und dann wurde ich eingewechselt und habe halt direkt ein Tor geschossen. Also ich denke, wenn wir jetzt wieder weitermachen, sind wir auch bald wieder in dem Startelf dabei. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ciao, euer Gladius.